zeige ich dir, wie du einen Link deinem Arbeitskollegen, deinem Lehrer senden kannst, damit der auch einsehen kann, was in deiner Forumsumfrage für Antworten eingetroffen sind. Dazu gehst du auf diese drei Punkte, anschließend auf Zusammenarbeiten oder Duplizieren. Da oben, weil es jetzt nur für die Zusammenarbeit teilen, da kannst du noch wählen, ob in meiner Organisation bestimmte Personen oder einfach jeder, der ein Office 365-Konto hat. Dann kopierst du diesen Link und dann kannst du diesen Link dann in dein Mailprogramm einfügen und dementsprechend weitersenden.